Die Zeit in La Manga ist für unsere Wölfe vorüber. Am Mittwochmorgen stand die Mannschaft zum letzten Mal auf dem Trainingsplatz. Nach einem gemeinsamen Mannschaftsabend war die Stimmung erneut prächtig. Und so wurde die Einheit ein runder Abschluss nach zuvor sehr intensiven Tagen. Für mich war es schon eines der härteren Trainingslager. Wir hatten aber auch nicht so viel Argumentationspotenzial, weil wir uns das selber eingebrockt haben durch die Hinrunde. Da mussten wir schon noch was aufholen im läuferischen und auch im Kraftbereich, im physischen Bereich, denke ich. Und das ist uns gut gelungen, alle haben gut mitgezogen und wir sind heiß auf die Rückrunde. Das Wetter zeigte sich am letzten Trainingstag noch einmal von seiner besten Seite. Als wolle es den VfL-Verantwortlichen deutlich machen, dass die kurzfristige Planänderung in Sachen Wintertrainingslager die absolut richtige Entscheidung war. Wir haben hier Top-Bedingungen vorgefunden, wir haben super Plätze, wir haben hervorragendes Essen, auch dank unseres eigenen Kochs, den wir mitgebracht haben. Wir haben ein vernünftiges Hotel, wir haben kurze Wege. Und wir haben uns ganz viel am Tag zusammen. Für Olaf Rebbe ist die Zeit in La Manga genauso anstrengend wie für die Profis auf dem Rasen. 4 Winterneuzugänge zählen die Wölfe in ihren Reihen. 2 davon finalisierte der Sportdirektor während der Zeit in Spanien. Wir haben das gut gemeistert und eins will ich da auch rausstellen, dass es natürlich nicht nur für mich intensiv war, sondern auch für das ganze Team drumherum. Viele fleißige Hände, sehr intensiver Austausch mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung, um die Dinge dann zu realisieren, wie sie realisiert worden sind. Yunus Mali, Richard Libasur, Victor Osimhen und Paul-George Ntep, die neuen Gesichter im VfL-Kader, machen auf die Kollegen bereits einen guten Eindruck. Ja, die Jungs versuchen sich gleich gut einzubringen und klar muss man natürlich sehen, wie sie sich dann auf die Dauer dann integrieren und ins Spielsystem sich dann zurechtfinden. Und von daher denke ich, müssen wir auch da Geduld und Zeit mitbringen. Aber wie gesagt, wir sind überzeugt, dass sie uns helfen können, sonst wären sie nicht hier. Die Spieler sind zufrieden, der Sportdirektor ist zufrieden, die mitgereisten Fans ebenso. Bleibt die Frage, was für ein Fazit zieht der Cheftrainer nach 8 Tagen Trainingslager? Inhaltlich haben wir alles umgesetzt, was wir wollten. Das ist immer wichtig, dass wir auch die Intensität hinbekommen haben, was wir wollten, dass der Fokus auch von der Spieler da war, dass man sich unbedingt verbessern möchte, dass wir unsere neuen Spieler, glaube ich, sehr gut integriert haben. Die fühlen sich wohl. Auch von Taktikbereich haben wir die 2 Spielsysteme auch in der Kaste bekommen, dass die Mannschaft wirklich jetzt flexibel ist. Ja, und ich glaube, dass wir insgesamt auch keine große Verletzung haben. Kleinigkeit, die sind nach ein paar Tagen wieder da, was zu einem Trainingslager gehört. Was ja nicht gut gelaufen ist, natürlich die Krankheitswelle, die wir bekommen haben, dann ein paar Spiele auch ausgesetzt haben. Aber insgesamt, wenn das nur der negative Punkt, dann damit kann ich leben und insgesamt wir sind rundum unzufrieden. Rundum zufrieden konnte der VfL Tross also die Heimreise in Richtung Wolfsburg antreten. Einen Wermutstropfen gibt es dann allerdings doch. Nach den Tagen unter der Sonne von La Manga wird es in der Heimat wieder Zeit für Mütze und Schal.